see the mirror in your eyes. Hallo, wir sind Carsten und Rebecca. Wir nehmen euch mit auf unsere Reise durch Finnland, Norwegen und Schweden. Auf geht's! Von Travemünde sind wir mit der Fähre nach Helsinki gefahren. Guten Morgen, wir sind jetzt kurz vor Finnland. Wir gehen jetzt zum Frühstück und dann wollen wir mal gucken, wie es draußen ausschaut, ob wir schon ein bisschen was vom Land und den Schereninseln sehen können. Nach 30 Stunden Fährfahrt sind wir jetzt so kurz vor Helsinki. Hier sind die ersten Schereninseln schon zu sehen. Hallo. Bist du doof? Ja. Ankunft in Helsinki. Wir haben uns dafür entschieden, außerhalb zu parken und mit der Metro reinzufahren. Und das war eine gute Idee. Wir haben das Tagesticket genommen und sind in das Zentrum von Helsinki gefahren und wollten Helsinki erkunden. Ja, leider hat das natürlich nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Da hoher Staatsbesuch angekündigt war den Tag und wir somit 3 Stunden auf dem Domplatz festgesessen haben, sind da nicht weggekommen. Nach Helsinki sind wir nach Porvoo gefahren. Es ist eine touristisch sehr bekannte Stadt durch seine alten Holzhäuser. Die sind am Wasser gelegen, teilweise auch in der Stadt sehr viele alte Holzhäuser. Sehr schön anzusehen. Wir sind einmal durch die Altstadt geschlendert, haben uns da das Ganze ein bisschen angeschaut und dann sind wir weiter zu unserem ersten Übernachtungsplatz in der Nähe von Porvoo an der Ostsee. Da wir die ersten Tage nicht so sehr viel gefilmt haben, blenden wir euch hier hin und wieder ein paar Bilder ein. Der erste Morgen in Finnland. Der Ausblick ist gar nicht so schlecht. Ja, auf die Schnelle heute mal neben der Straße geschlafen. Aber das geht, war nicht schlimm. Hier hinten liegen so irgendwie ein paar Schiffswracks rum. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Kann man wahrscheinlich nicht sehen da hinten. Voll das Chaos hier drinne. Wir sind jetzt auf dem Weg von Porvoo nach Lahti. Dann wollen wir uns mal die Sprungschanzen ansehen. Sobald wir in Finnland Städte oder Dörfer verlassen haben, war die Natur gleich so, wie man sich's vorstellt in Finnland. Unheimlich viel Wald. Wir sind in Lahti. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Als erstes haben wir uns auf den Weg zum Sportzentrum Lahti gemacht. Wir hatten das Glück, 2 Skispringer beim Training beobachten zu können. Was schon sehr lustig war bei 23 Grad Außentemperatur, strahlenden Sonnenschein. Ja, unterhalb von der Hauptsprungschanze gibt es ein bekanntes Freibad, wie man hier auch sehen kann. So, jetzt sind wir oberhalb den Übungssprungschanzen oder den für die Kinder zum Lernen, wie auch immer.
habe mir Finnland überhaupt nicht so bergig vorgestellt. Es geht seit Helsinki hier sehr viel hoch und runter. Da hinten sind die großen Schanzen von Lahti. Da haben wir gerade wieder die zwei Skispringer. Die gehen ziemlich weit hoch, habe ich so den Eindruck. Die wollen ja wohl nicht hinten runter hüpfen. Ja, so wird trainiert. Wie es weitergeht auf unserem Roadtrip, seht ihr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren. Die nächsten Videos werden umfangreicher, was das Videomaterial angeht. Also wenn es euch interessiert, Finnland ist ein sehr, sehr schönes Land. Wir werden euch sehr viele Impressionen davon noch zeigen. Bis bald. Ciao. Ciao.